Olivia, kann ich in deinen Club? Da musst du meine Clubbesitzer dann anfragen und eine Bewerbung schreiben. Das ist leider nicht mein Club. Jo, dann mach ich mal das gleiche, was du eben gemacht hast. Ausmisten. Genau, ich miste jetzt aus. Dadurch kriegt man ja auch Kohle und dann kann man sich ganz viele tolle Sachen kaufen. Obwohl die Sachen echt teuer sind, muss man ja sagen. Ist immer ein bisschen schade. Und besonders denn für Leute, die nicht ganz so aktiv sind, da dauert es echt ewig, bis man irgendwie was zusammengespart hat. So. Butcher. Was haben wir hier noch so Schönes? Sweet Queen, Salöchen. Ja. Und Anna ist auch wieder da. Hallo. Ich gebe gerade auch die ganzen Aufgaben. Aber oh, da habe ich jetzt echt viele Erfahrungspunkte bekommen. Yay. Und Dankeschön gerade fürs Abo. Leonie, Hallöchen. Und hallo Jody. Und hallo Oliver. Achso, ich habe bei ihr. Dankeschön gerade fürs Abo. Ich habe bei ihr jetzt alles gemacht. Sie sagt zu mir, ich darf heute nichts mehr machen. Okay. Ich bin dir unerwünscht. Dann hast du. Was hast du jetzt gemacht? Was hast du jetzt fertig gemacht? Bei der Jenna mit dem Ausmisten, das Füttern und Trinken geben. Okay. Dann hast du deine täglichen Quests bei ihr fertig. Genau. Die Miriam hat nämlich geschrieben, sie hat ihr Pferd verloren. Danke für die Antwort. Ja, gerne doch. Haben wir doch gerne gemacht. Also, die Windprinzessin hat das gerne gemacht. Ich bin ja noch. Mandy, ist dein Club aktiv? Ja, der ist aktiv. Bei Maya. Wieso heißt die Maya? Das irritiert mich total, dass die Maya heißt. Ich gebe auch mal alles ab eben. Weiß nicht, ob du schon die Quest bei Maya annehmen kannst. Bei Maya, sag ich, bei da hinten irgendwo. Wo da hinten? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ah, mir fällt der Name nicht ein. Jasper. Jasper, glaube ich. Der hat noch eine Quest. Jasper. Jasper. Wo bist du gerade? Bei den Geschäften, kurz vor dem Ausgangstor. Okay, Nandi, du feierst das gerade so sehr und deine Nachbarn denken wahrscheinlich sonst was. Wieso bist du so laut am Lachen, dass ich hier spiele? Warum? Ich habe mich doch bisher gut angestellt. Ich lebe noch, hier kann man nicht sterben. Ja, da kann man auch sterben, aber was? Dann bist du abgeholt. Das ist so brutaler Spiel, man kann ja sterben. Ja. Genau. Oh, Klaas schreibt, ein YouTube-Gast. Anna kommt bald nach Hippona, sehr cool. Moderatorin suche ich gerade nicht, Leonie. Da habe ich erstmal genug. Es sind zwar gerade keine anwesend, aber eigentlich sind es ein paar, die ich da habe. So, ich bin krank und habe Fieber, oh mein Gott. Fast Ladies, ein Hallo und eine gute Besserung natürlich für dich. Genau, gute Besserung. Maria fragt, woher hast du die Mütze? Aus dem Einkaufszentrum. Ich bin immer total einfallslos und langweilig und gehe einfach nur ins Einkaufszentrum, wenn ich da irgendwas haben will. Sasa Cloud, danke schön für dein Abo. Kaufe ich mir SR? Was ist SR? Ich weiß Star Rider. Ach so. Star Rider ist das, dass du das Spiel kaufst oder halt abonnierst. Also man kann auch 3 Monate zum Beispiel abonnieren. Das kostet dann irgendwie 15 Euro oder so. Okay. Und dann bist du in der Zeit Star Rider und kannst halt alles voll nutzen. Ach so, das weiß ich noch nicht. Heute hat die Windy mich ja überredet, hier mal mitzumachen und das mal auszuprobieren. Gucken wir mal. Und tschüss, Oliver. Schönen Abend noch. Diva Lena, Windy. Ja, was ist denn? Erzähl. Was sind deiner Meinung nach die besten Pferde? Oh, das ist aber eine schwere Frage. Am besten die dir am besten gefallen, würde ich sagen. Ich glaube, da gibt es nicht gut und schlecht. Ja, wo ist denn Pia? Wo ist Miss Hipster? Die ist heute wohl nicht da. Vermisse ich auch schon die ganze Zeit.
Er kann einen Code einlösen. Genau, du kannst einen Code noch einlösen, richtig. Okay. Wenn du es dann mal probieren willst. Also ich glaube jetzt nicht mehr, weil dann müsstest du dich nochmal ein- und ausloggen und du musst aber sowieso ja erstmal die Quest machen, dass du ein bisschen weiter kannst. Also wenn du dann nach Fort Pinter kannst, dann kannst du so einen Code noch einlösen, dann bist du nochmal 2 Wochen lang Star Rider und kannst alles nochmal nutzen. Bringt dir jetzt in diesem Moment aber auch noch nicht so viel. Ach so, ja gut, ich muss dann erstmal die Aufgaben machen. Genau. Oliver, ich verstehe die Frage nicht. Was kann man mit 1,5 Monaten machen? Inwiefern? Weiß ich nicht. Und Ebony schreibt, kannst du das mal an Windy weitergeben? Und zwar, ob sie heute vielleicht nochmal ins TS kommt, ein bisschen reden. Ach ja, TS. Da war ja noch die TS-Geschichte. Kann ich dir noch nicht so hundertprozentig sagen? Weil ich habe das jetzt gar nicht mitgeplant, das mit den TS. Ich weiß, ich wollte es die ganze Zeit mal machen. Das überlege ich mir bis zum Ende des Streams mal, würde ich sagen. Fast Ladies muss gehen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Genau, du kannst auch den Code Sean eingeben. Dann kriegst du 100 Starcoins auch noch dazu. Okay. Lucia, Hallöchen. Das tut mir leid, Oliver. Cookie, habe ich schon Hallo gesagt? Ach ja. Und Lia, Hallöchen. Mandy, ich bin Olivia Ash. Wie wird das ausgesprochen? Ach, wie Arche Noah. Ach, Peak. Wie heißt die Clubbesitzerin denn? Olivia McField heißt die. Und hallo Love. Und hallo an alle natürlich, die ich vergessen habe. Gerne doch, Ebony. So, ich mache jetzt mal ein, zwei Aufgaben nochmal, damit ich hier auch mal vorankomme. Genau. Denn, Wir folgen dir unauffällig. ja, ich werde das schon Wir merken, wenn wieder müssen. 10.000 Pferde hinter mir Vor stehen. allem, ich sehe dich gar nicht, du bist schon weg. Ja, heimlich still und leise. Ach, da ist die Olivia. Da ist die Olivia. Okay. Olivia muss off. Genau, Olivia muss off. Bis zum nächsten Mal, Olivia. Schön, dass du dabei warst. Jasmin verfolgt mich. Und Jasmin Kitten will. Ebony kommt jetzt auch on, schreibt sie. Yay, Ebony kommt on. Mandy, auf meinem PC sitzt du nicht auf deinem Pferd. Oh ja, das kann passieren. Das hat mit diesen Laggen bei mir zu tun. Was andere sehen, ich aber nicht. Winnie, kannst du mal ein eine Skype-Gruppe machen mit allen Abonnenten, weil ich habe kein TS. Das Problem bei Skype bei mir ist immer, dass ich nicht gerne im Skype rede, weil Skype so eine extrem schlechte Qualität hat. Ja, und das Problem ist noch, dass wenn du das hostest, dass dann deine Internetleitung darunter leidet, quasi wenn du einen Gruppenanruf machst. Dann geht's alles auf Ach dein so? Internet, ja. Ja, Und du hörst okay. halt bei Skype alles, das ist auch das Problem. Ja, das ist auch nicht so schön. Ich soll shoppen gehen. Besuche die drei Geschäfte, die sich in der Nähe von Moorland, der Moorland-Stelle befinden. Das sind wahrscheinlich die Genau. da hinten, oder? Genau. Wo du schon tausendmal jetzt dran vorbeigeritten bist. Annalena, Hallöchen. Und Anita. Was sagst du zu bauchfreien Sachen? In Star Stable oder in Real Life? Das ist die Frage der Fragen. Donkey Love, Hallöchen. Bindi, suchst du Admins im Teamspeak? Fragt Diva Lena. Momentan noch nicht, aber das könnte demnächst irgendwann mal vorkommen. Ich finde die Lipizzaner am besten, aber auch Mustangs, sagt Terry. Ich finde die Lipizzaner schöner. Ich bin nicht so der Mustang-Fan. Also ich finde, sie sind schön, aber es gibt schönere. Eileen ist auch wieder da. Würde niemals einen Stream von dir verpassen, ne? Das freut mich aber. Gleich, Girlie, hast du kein TS? Weil sie fragt gerade, können wir mal einen Skype-Anruf machen? Wie gesagt, ich mag Skype echt nicht so wirklich gerne. Und ich hoffe,
Ihr hört meinen Hamster nicht im Hintergrund. Hörst du meinen Hamster? Nö, eigentlich gerade nicht, nee. Er vermisst seine Saat, weil ich habe das ja wieder rausgenommen, weil er sonst zu laut Und ist. jetzt klettert Und jetzt versucht er zu klettern, ja. er. Das Und ich habe kenne ja noch ich. nichts drin zu klettern, weil ich jetzt nur erstmal eine Ebene habe. Und dann klettert er am Gitter rum. Ein Gitter habe ich nicht. Das ist so ein Holzkäfig mit vorne Plexiglas. Okay. Aber an den Seiten sind noch diese, wie nennt sich das? Da, wo man halt die Ebenen dann saufen macht später, weißt du? Ach so, So ja. eine Absätze. Genau, ja, das kenne Und da ich. versucht er hochzuklettern. Und an der Scheibe hier. Oh, das tut mir total leid irgendwie. Ja, dafür darf er ja gleich voll und ganz Gas geben, oder? Genau, und danach stelle ich in das Saatch wieder rein. Fastable TV, Hallöchen Isabella. Cecile, Hallöchen. Miriam, du siehst mich nicht. Wir sind auf dem ersten Server. Daran kann das wahrscheinlich sein. Liegen. Sein. Mein Gott. Deutsch heute. Cecile, hallo, hat sie noch was geschrieben? Hallo, hallo. Ach so, hallo, hallo. Jetzt hallo. Und hallo Lina, wie geht es ihr? Was haben wir denn da noch? Ja gut, also ich muss sie im Endeffekt nur besuchen, die Shops. Ich kaufen möchte ich so noch nichts. Nee, genau, du musst nur da einmal sein und wieder rausgehen. Frieda, Hallöchen. Und auch nochmal ein schönes Hallo an alle, die ich heute vergessen habe. Oder die ich nicht vorgelesen habe. Ein flauschiges Einhorn. Hallöchen. Oh, du bist auf Server 3. Ja, deswegen kann ich dich leider nicht sehen. Tut mir leid. Ich sitze nicht auf meinem Pferd bei Shayla. Ist auch witzig. So, ich sehe dich da schon wieder rumreiten. Da bist du schon wieder bei Maya, May oder Mary oder wie auch immer sie heißen soll. Bei Maya. Bei Maya. Ich habe sie so kennengelernt. Für mich ist es Maya. Love03, hallo. Ich habe dich auf Instagram angeschrieben vor ein paar Tagen. Kannst du mir antworten? Werde ich noch machen? Guck immer nur alle paar Tage rein. Also nicht wundern, wenn eine Antwort manchmal ein bisschen dauert, aber die Antwort kommt auf jeden Fall. Emily, hallo. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Wann hast du das Video mit Facecam gemacht? Welches Video meinst du denn, Therese? Ich habe schon öfter mal Videos mit Facecam gemacht. Oh, danke schön, Eileen. Ah, man kann also Ruf in jeder einzelnen Region haben und dann steigt man dann Ruflevel auf. Ich verstehe. Genau. Das ist jetzt quasi eine Gegend, wo das so ist. Genau. Und da gibt es Es verschiedene. ist. Gibt es irgendwie eine Karte? Ah, es gibt eine Karte. Ach du Scheiße, ist das groß. Mit M. Ja, ich sehe es gerade. Das Spiel ist ja doch richtig groß. Leonie, hallo, du hast mich vergessen. Tut mir leid. Und das, was ich jetzt sehe auf der Karte, das ist alles, was das Spiel beinhaltet. Genau. Also alle Städte und sowas. Also. Genau. Okay. Das kannst du halt dann theoretisch nach und nach alles besuchen. Ganz oben Das gibt es Tal noch nicht, des. aber das sind halt so Bereiche, die Star Sable noch, ich denke mal, irgendwann erweitern wird. Okay. Und die machen halt immer neue ab und zu mal dazu. Das Tal des verborgenen Dinosauriers. Klingt ja auch interessant. Und das gibt es schon. Was da dein Star Rider gerade abgelaufen ist, der schlimmste Moment im Leben, kann ich den Server nicht mehr wechseln. Oh. Okay. Das ist natürlich bitter. Ich kenne das noch nicht. Ich weiß es nicht. Kann es nicht einschätzen. Ob man danach gar nicht mehr wechseln kann oder nur einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube, alle halbe Stunde kannst du wechseln. Ich habe dich auf LOL geaddet. Hast du mal Lust, gemeinsam zu spielen? Na klar! Staff to play. Kann man mal machen. Ist gar kein Problem. Nein, Immer wenn du mich da online siehst, kannst du mir schreiben. Ebony, ich überlese dich nicht. Nein. Wieso vergisst du mich immer? Ich habe übers ganz. Was? Ich frage dich wirklich die ganze Zeit etwas. Cecile, ich habe nichts gesehen. Moment, den habe ich jetzt echt irgendwie überlesen.
Cecile. Wo haben wir denn Cecile? Sie immer nur Hallo. Nochmal Hallo? Hallo. Hey, kennst du mich noch? Hat sie gefragt. Ah, okay. Ja, Cecile. Ich glaube, ich kenne nur zwei Ceciles aus den Streamen und eine bist du und eine ist jemand anderes. Aber die heißt nicht Coco mit Nachnamen. Ich bin jetzt gerade mal hier weggeritten, denn ich muss den Stromverteilerkasten ausschalten. Ah, da ist er. Yay. Ich wollte fragen, ob immer samstags dem Schminken und ja. Was meinst du denn mit Schminken? Verteilerkasten? Okay. Ja, genau, ich muss aber jetzt Oh, wieder zurück. Jasmin muss auf. Hast du es gelesen? Ja, ich habe es gesehen. Oh, ich bin runtergefallen und das Pferd hat. Oh, okay. Ich darf also nicht zu tief fallen. Ja, gut. Der Konrad, was hat der denn für eine Aufgabe? Opa Konrad, bist du? Ja. Ich folge mal. Darf ich Link schicken? Du darfst mir gerne einen Link schicken, aber im Chat geht das nicht mit dem Link. Du bist pink angezogen. Okay, also bist du nicht zu übersehen. Hast du eigentlich eigene Pferde? Fragt Leonie. Nein, ich habe keine Pferde. Obwohl ich hätte schon gerne irgendwie so ein ganz kleines Pony, wo ich nicht unbedingt drauf reiten muss, aber dass ich einfach nur mal antätscheln kann. Finde Konrads verschollene Werkzeuge. Okay. Dass die alle hier ihre Sachen verlieren. Ja, schlimm, ne? Ich kenne das auch. Ach. Hat mich jedes Mal aufgeregt. Wie können sie nur? Und dann schicken sie immer das kleine arme Mädchen los. Jetzt sehe ich dich. Du bist ja wirklich komplett pink. Also ziemlich auffällig, ja, um es mal so Oh zu ja, sagen. ich sehe es jetzt auch. Die Ebony ist das, genau. Genau. Okay, also ich habe jetzt eben als deinen Gästen Hallo, solcher, da ich mich Schrott gelacht habe und ich habe jetzt, da ich noch einer was geschrieben und nochmal, denn ich jetzt meine Star. Was? Verstehe ich leider nicht so ganz, Cecile. Musst du mal nochmal genauer beschreiben, was du da meinst? Lina, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Windy, ein kleines Pferd, Mini, Shetty und Falabella. Ja, genau, Falabella. Ich hätte gerne ein Falabella-Pony. Ein Falabella-Pony. Sind Das das. sind die Ich wollte gerade sagen, kleinsten. das sind doch diese ganz, ganz Ja, Mini-Dinger. genau. Also, wenn ich könnte da gar nicht sitzen, dann würden meine Beine immer noch am Boden sein. Nee, ich glaube, das ist auch eher nicht zum Reiten da. Ich glaube auch. Ist ein Deko-Pony. Ein Deko. Hallo Vendela und Emma, hi! Cool, jetzt kann ich endlich mal hier Vollgas geben. Die ganze Zeit immer nur dieses Getrappel. Jetzt kann man ja auch mal richtig reiten. Yay. Ah, da ist doch schon sein Werkzeug. Oh, ich lauf erstmal gegen den Baum. Oh, okay. Kannst du mal einen Livestream machen, wo du levelst? Fragt Sophie. Ja, morgen dann. Heute haben wir Extreme dabei. Und der kann leider noch nicht so weit. Deswegen bleiben wir heute mal in Moorland. Ist doch auch mal schön hier. Noch im Noob-Gebiet, ja. Oh, ich glaube, ich sehe dich gerade. Bist du das? Nee, das ist Lina. Lina sieht genauso aus wie du. Ach, du hast ja mittlerweile eine grüne Jacke an, ne? Ja, genau. Stimmt. Ich habe meinen Style jetzt ein bisschen geändert. Ach, guck mal, hier kann ich noch mal ein Rennen machen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ebony will ein Falabella-Fohlen haben. Oh, das ist bestimmt auch total Die sind niedlich. bestimmt so wie so ganz kleine Minischweinchen, so von der Ja. Größe. Ja. Ein kleines flauschiges. Das kann sein.
So, 2 von 3 Werkzeuge. Also so langsam komme ich da echt hier mit der Steuerung ganz gut klar. Ja. Das ist doch schön. Nur mit der Wegfindung und so, da hatte ich noch ein bisschen Probleme, aber es klappt jetzt eigentlich auch ganz gut. Alles Ach, da habe ich Gewöhnungssache. immer noch Probleme mit. Da bin ich ja beruhigt. So, die Werkzeuge habe ich alle parat. Das ist gut. So, ich habe das Senn zwischendurch mal schnell gemacht. So, das habe ich jetzt auch herausgefunden. Ich kann dir zurückwinken. Ich weiß jetzt, wie es geht. Yay! Du bist ja bestimmt wieder auf dem Weg zu Konrad. Genau, ich versuche es. Leonie, Moment. Leonie Lysia. Was hat sie denn geschrieben? Antworte schnell, sie muss gleich auf, hat sie geschrieben. Kannst du es denn vor YouTube zeigen? Was denn? Gucken. Leonie, was denn? Das ist voll traurig, das Video. Welches denn? Ich bin so gar nicht auf den richtigen Stand gerade. Fjordilo, Hallöchen. Ach so, du wolltest mir wahrscheinlich irgendein super trauriges Video zeigen. Das kannst du mir sehr gerne als Link schicken. Das gucke ich mir dann an. Und Super Unicorn, Hallöchen und Hallo Pia. Oh, ich habe mir einen neuen Ruf erarbeitet. Sehr gut. Yay. Wo bist denn du jetzt gerade? Bei Konrad wieder. Ach so. Okay, einmal auf zu Konrad. Finde 5 Brocken Jorvik-Stahl. Okay. Oh, Stahl musst du bestimmt aus der Mine holen, oder? Hat er es gesagt? Nee, das ist sogar hier irgendwo. Laut meiner Minimap. Ach so. Wenn ich hier nicht gerade komplett überfordert bin. Hä? Die Wegfindung ist gerade ein bisschen. Das ist bestimmt die Mine, wo du hin musst. Ich bin gerade verpeilt. Soll das hier sein? Nee, Ja, lauf mal weiter. das ist anscheinend im Berg, ja doch, irgendwie. Genau. Dann einfach, nee, weiter hier geradeaus. Okay. Folge Ebony. Folge diesem pinken Pferd. Ah. Genau, hier ist Dankeschön. eine schöne Mine. Natürlich, also benutze die Spitzhacke. Natürlich kann man hier mit dem Pferd rein. Aber ich glaube, du musst bestimmt absteigen, um. Ja. Hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn das geklappt hätte. Du musst die Quest mit Gesichtchen gemacht haben. Dann kommt die vom Sommerhaus, sagt Anna. Welche denn mit Gesichtchen? Ich glaube nämlich, Emma hat gesagt, da gibt es mehrere Quests mit Gesichtchen, bevor die vom Sommerhaus kommt. So, Bergbau. Ja, das ist auch schon wieder so eine Sache bei Star Stable. Konrad schickt ein armes kleines Mädchen, um Bergbau zu betreiben. Ja, in der dunklen, verlassenen, normalerweise einsamen Höhle. Ja, das geht doch nicht. Schon ein bisschen creepy. Aber okay, dank deiner Zuschauer sind wir hier ganz schön viele in dieser sonst so einsamen Höhle. Du kannst ja auch einen Stern finden, sagt Rebecca gerade. Genau, den habe ich heute auch erst gefunden, den Stern. Ein Stern. Es sind so Sterne verteilt auf der ganzen Karte. Und es sind so besondere Sterne, sag ich mal, so versteckte, wie versteckte Ah, kleine da Sachen. ist er. Wie so ein Super Mario Genau. Stern. Okay. Genau. Oh, nicht so schnell hier. Da ist er. Glückwunsch, du hast deinen ersten Stern gefunden. Ja! Yay! Ah. Cecile hat seit über einem Monat kein Star Stable mehr gespielt. Na, sowas.
Okay. Charakterbogen. Da sehe ich, wie viele Sterne ich habe. Genau. Kennst du den schönen Platz bei Fearglow, wo man alles vom Berg aus sieht, fragt Therese. Ja, den kenne ich. Das ist einer von meinen Lieblingsplätzen. Der ist wirklich sehr, sehr toll. Oh, ach nee, das bist du nicht. Ich denke immer, Lina bist du, aber das ist ja Lina und nicht du. Oh, Ekaterina, nee, nicht. Nee, nee, das Lied bitte nicht. Das, nee. Oh, welches Lied gibt es denn da? Ein Stern, der deinen Namen trägt. Oh ja, nee, das mag ich auch nicht. Oh, eine ganz dringende Frage. Erstens, auf welchem Server seid ihr? Zweitens, wie heißt die App, womit du aufnimmst und ist sie kostenlos? Also, wir sind auf Server 1 auf Winterstar und aufnehmen, also Let's Plays aufnehmen, so mache ich mit Fraps. Streamen, was wir jetzt gerade tun, mache ich mit OBS Studio. Genau, übrigens kannst du auch mit OBS Studio ganz normal aufnehmen. Das machst du ja immer, ne? Genau, ja. Gibt nichts Besseres, muss ich gestehen, seit langem. Bist du schon wieder rausgelaufen? Ja, Ich ne? trappe ganz langsam gemütlich zu dem Schmied. Okay. Claudia muss gehen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Tschö, Claudia. Ich überlese dich zum fünften Mal. Oh mein Gott. Dann muss ich ja mal gucken. Melanie, Melone Live ist wieder da. Hallöchen. Mit welchem Programm nimmst du auf? Okay, damit hat sich deine Frage gerade auch erledigt. Ist ja dieselbe Antwort. Und hallo, Animal Love. Ich habe ja den Gino und für ein Chatty ist er ja auch sehr fluffig. Ja, die Kleinen sind alle sehr fluffig, glaube ich. Pink Fluffy Unicorn Dancing on Rainbows. Ja, definitiv. Achso, Love schreibt gerade, du hast die Frage gerade beantwortet. Genau. Achso, bei ihm bin ich jetzt auch komplett fertig. Nachdem er ein Okay. armes kleines Mädchen in eine dunkle Höhle geschickt hat, hat er jetzt nichts mehr. Hast du alles erledigt, jetzt kannst du wieder gehen. Genau. Weiß anstatt er selber mal rüber geht? Nein. Ja, er hätte auch mal seine Werkzeuge selber suchen können. Oder zumindest mitkommen können. Ja.